Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst ein Wort an Frau Klahn. Ich freue mich, wenn seit dem 2.11., als wir in Hochdonn und Schafstedt waren, wenn da auch FDP-Abgeordnete waren, das nehme ich zur Kenntnis. Vielen Dank für das Update, das war mir vorher nicht bekannt. Nein, ich sage nur, wir waren am 2.11. da. Genau, und da war das der Stand, deswegen entschuldige ich mich, dass ich da das Update nicht hatte und bedanke mich dafür, dass Sie das nochmal gesagt haben. Ja, also das meine ich jetzt ernst an dieser Stelle. Ich möchte mit einem Geständnis beginnen. Das Geständnis ist, ich habe ein Faible für Kennzahlen. Ja, das stimmt natürlich. Hätte man so interpretieren können, war aber nicht so gemeint. Also lassen Sie mich mit dem Geständnis beginnen. Ich habe ein Faible für Kennzahlen und Excel-Tabellen. Und mein Faible für Kennzahlen geht aber nur so weit, dass diese Kennzahlen auch wirklich tragfähig und belastbar sein müssen. Und sie müssen die Realität abbilden. Und wir wissen, dass das der Bericht zur Unterrichtsversorgung eben nur sehr begrenzt tut. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das war ja gerade bemängelt worden, dass wir darauf nicht so sehr eingegangen sind, dann kann ich sagen, in der Grundschule Klasse 1 und 2 sagt uns dieser Bericht 0,03% Unterrichtsausfall. Wenn ich das umrechne auf die Stundentafel, dann komme ich auf 4 Minuten Unterrichtsausfall pro Woche und Klasse. Und wenn ich mir das anschaue für die Gymnasien, 3,07% Ausfall, dann würde das für eine G8 Klasse 7 ungefähr 33 Minuten Ausfall pro Woche bedeuten. Wenn man diese Zahlen, 4 Minuten und 33 Minuten pro Woche, Eltern, Lehrerinnen und Schülern gegenüber äußert, dann gucken die ziemlich kariert. Und warum gucken die ziemlich kariert? Weil es mit ihrer Realität eben gar nichts zu tun hat. Worauf beziehen sich diese Kennzahlen von ODIS? Viele Beispiele, das hat Kai Vogel auch gerade gemacht, beziehen sich auf Punkte, was wird überhaupt als Unterrichtsausfall anerkannt. Ein Vater, der es wissen muss, hat mir gestern am Telefon gesagt, dass im Lehrvertretungsplan seines Sohnes sehr häufig in der Woche steht, Vertretung ohne Lehrkraft. Vertretung ohne Lehrkraft, auf die Idee muss man erstmal kommen. Das zeigt, dass unsere Schulen auch wahrscheinlich aus Not kreativ sein müssen. Aber das heißt eben, in der Klasse ist überhaupt keine Lehrkraft. Die ist im Nebenraum und wenn man Glück hat, gibt sie vielleicht mal eine Aufgabe. Und genau das wurde bisher nicht gewertet. Und Frau Franzen, da sind wir dicht beieinander. Wir müssen wissen, einmal, was ist der reguläre Unterricht und was sind die organisatorischen Punkte. Störe ich hier vorne oder so? Wollte ich gerne mal wissen. Ich kann mich auch gerne mal umdrehen, wenn Ihnen das hilft. Also das sind genau die Punkte, wo wir dabei sind, auch zu sehen, wo sind Vakanzen. Das ist jetzt zwar eigentlich PBON, aber fachlich, regionaler Art, da merken wir, dass es einen großen Unterschied gibt. Und deswegen, Frau Franzen, sind wir aber auch der Meinung, dass die Verdopplung des Vertretungsfonds, die Sie gewählt haben, nicht allglücklich machen sind, weil es eben zu sehr starken regionalen unterschiedlichen Nutzungen kommt. In Kiel sind die Schulen eher froh, weil sie nämlich aufgrund der Uninähe relativ schnell Vertretungskräfte bekommen. In Segeberg sieht das ganz anders aus und die Inanspruchnahme des Vertretungsfonds, darauf habe ich in der letzten Debatte zu diesem Thema schon hingewiesen, ist nicht gestiegen, als sie die Regel verändert haben, ab der ersten Stunde kann vertreten werden, sondern der Vertretungsfonds ist da stärker in Anspruch genommen worden, als sie die Stellen aus den Stellenplänen strukturell gestrichen haben. Und das gehört zur Wahrheit auch zurück dazu. Ich freue mich, dass wir im Ausschuss über diese Frage intensiver uns auseinandersetzen wollen. Ich bin froh, dass das Ministerium selber im Bericht, und das ist neu, das war in den letzten 10 Jahren, das muss ich ja gar nicht parteipolitisch festmachen, aber auch in den 7 Jahren Ihrer Regierung war das nicht so, da stand eben drin, oder auch unter Rot-Grün, das will ich auch sagen, ja, da stand eben nicht drin, dass diese Daten mit Vorsicht zu genießen sind. Und deswegen ist natürlich die Frage, beziehen wir uns positiv auf die Zahlen aus dem Unterrichtsausfallbericht, sagt so wenig aus. Das hat Herr Krumberg ja gerade deutlich gemacht, weil die Zahlen eigentlich nicht belastbar sind. Wir wollen also einen Bericht, der den Schulen nicht suggeriert, sie hätten eine kollektive Wahrnehmungsstörung, wenn sie überarbeitet sind. Und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.